Herzlich willkommen, Herr Kafka. Sie sind von der Firma Swaco, sind Sie heute Abend hier und leiten das Testfeld Wandsbek, wo zum ersten Mal sogenannte Narrowband IoT-Sensorgeräte eingebaut werden, die mit dem Mobilfunknetz in Verbindung gehen sollen und hier das Parkraummanagement in Wandsbek testen sollen. Und uns interessiert natürlich heute, wieso der Prozess des Einbaus eines Sensorgerätes funktioniert. Und der Einbau von so einem Sensorgerät ist eigentlich relativ einfach. Dazu wird im Prinzip eine Kernbohrung gemacht, in der Oberfläche, ungefähr so 9 cm tief. Dann wird im Prinzip das Kernbohrloch wird dann gesäubert, gereinigt und vorbereitet für den Einbau. Eingebaut werden die Sensoren dann mit einem speziellen Zweikomponentenkleber. Der Sensor in diese Masse reingedrückt und nach einer halben Stunde ungefähr ist er ausgehärtet und kann dann quasi genutzt werden. Jetzt haben wir natürlich hier, wie in Hamburg das üblich ist, nicht gerade die besten Wetterverhältnisse. Wie hat das sich heute auf den Prozess, sage ich mal, ausgewirkt? Ich sag mal, wetterabhängig ist die Sache natürlich schon ein bisschen. Zum einen müssen wir Schussgrade haben, sage ich mal, dass der Kleber auch verarbeitungsbar ist, sage ich immer. Und dann sollte auch wenig Feuchtigkeit sein. Wettergott hat heute nicht ganz mitgespielt, aber es wird besser. Und das so, dass wir die Arbeiten halt durchführen können. Haben Sie schon erste Ergebnisse, wie schnell man so einen Einbau für ein Sensorgerät ungefähr braucht? Also ungefähr eine Stunde, dann kann man den Parkplatz wieder benutzen. Und danke, dass Sie uns hier unterstützt haben. Ja, kein Problem.